Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. In diesem Video geht es um die Fakten, also so ein paar Basic-Fakten, wenn du zum Beispiel jetzt die Messe Barbarus holen möchtest, was du wissen solltest. Messe Barbarus gehört zu der Untergattung der Myrmikinae, also der Knotenameisen. Messe Barbarus ist weit verbreitet. Sie leben in Südeuropa, Nordafrika und Asien. Dort leben sie in den Steppen und in den sandigen Regionen. Der Schwarmflug von Messe Barbarus beginnt Mitte September bis Ende Oktober. Sie gründen Klaustral mit nur einer Königin. Die Entwicklung vom Ei bis zur adulten Arbeiterin dauert etwa 45 Tage. Hierzu muss man noch sagen, dass Messe Barbarus in der Gründung sehr empfindlich ist. Man sollte sie also in Ruhe lassen. Wie die meisten Messerarten kann Messe Barbarus auch in der Haltung relativ groß werden. Mehr als 1000 Arbeiterinnen sind nicht selten. Die Königin wird zwischen 15 und 18 mm groß. Sie ist schwarz gefärbt und hat einen rotbraunen Kopf. Die Arbeiterinnen werden zwischen 3 bis 14 mm groß und haben ein glänzendes Schwarz. Major-Arbeiterinnen haben meistens einen leicht rötlichen Kopf. Messe Barbarus ernährt sich hauptsächlich von Körnern. Aber auch ein paar Insekten werden gerne angenommen. Messe Barbarus lebt in der Natur in der Erde. Zum Halten werden Jütong- oder Gipsnester empfohlen. Natürlich kann man sie auch in 3D-Nestern halten. Die Luftfeuchtigkeit in der Arena sollte zwischen 30 und 50% liegen. Im Nestbereich zwischen 50 und 70%. Die Arena sollte eine Temperatur von 25 bis 30 Grad haben. Der Nestbereich zwischen 21 und 26 Grad. Messe Barbarus hält eine verkürzte Winterruhe. Von Ende November bis Februar. Ca. 15 Grad sollten dabei eingehalten werden. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Like und ein Abo freuen. Oben in der Infobox verlinken wir euch noch die Playlist von Messe Barbarus. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag beim neuen Video wieder.